Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern auf der Gamescom wurden einige neue Informationen geteilt mit uns. Die Mercenaries sind am Start, Season 6, Zitadelle ist am Start und. Und darum geht's heute, kurz und kompakt, einmal zusammengefasst, was auf der Gamescom alles gezeigt wurde und was da sehr, sehr spannend ist. Als allererstes haben sie gezeigt, was so in Nahantu abgeht, wie viele Regionen das sind. Und neue Character-Models von den neuen Monstern gezeigt. Alles sehr spannend, viele, viele neue Gegner, auch ein bisschen was zur Geschichte haben sie erzählt. Das möchte ich alles nicht so gerne spoilern, weil das können wir dann alles sehen, wenn die Season 6 und dann auch der DLC da ist zum neuen Gebiet. Aber wen es interessiert, da wurden einige Models gezeigt von den neuen Gegnern und auch Angriffe und auch viele neue Shots von dem neuen Gebiet gezeigt. Viermal Gebiet, was eher weltlich ist, und zwei Gebiete, die eher Wüstengebiete sind. Sehr, sehr cool. Dann ging es weiter mit den Begleitern. Vier Stück bekommen wir am Anfang. Alle vier spielen sich komplett unterschiedlich und direkt vorab, was ich richtig cool finde, was man aus Diablo 3 auch ein bisschen mitgenommen hat. Der eine oder andere wird sich erinnern. Dort konnte man, wenn der Begleiter ein wenig hochlevelt, bestimmte Perks auswählen, Fähigkeiten von dem. Und das wurde jetzt mal ein bisschen mehr mit eingebracht. Es gibt ja so einen richtigen Skilltree bei dem Begleiter, den man dann nach und nach, ja, freischalten kann. Finde ich sehr, sehr cool, dass man den Begleiter dann auch so einstellen kann, wie man den haben möchte. Man kann sogar machen, dass wenn man zum Beispiel mit dem Druiden Pulverisieren zündet, dass dann der Begleiter eine andere Attacke gleichzeitig zündet. Zum Beispiel Pulverisieren, falls sowas geht, wäre natürlich sehr witzig. Aber ja, so kann man dem Begleiter auch passiv, aktiv ein wenig sagen, was er wann tun soll. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Insgesamt gibt es vier Stück. Hier auf dem Foto sieht man das am besten. Einmal so ein kleiner Magier, einmal so ein Barbar mit Äxten, einer mit einem Schild und ein Fernkämpfer. Auf jeden Fall eine sehr gute Variety. Am interessantesten, muss ich tatsächlich sagen, fand ich den kleinen Magier, weil der sich auch verwandeln kann und dann, hoffe ich, sehr viel Schaden raushauen kann. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen Dingen, was ich mich frage, ist, ob man im Multiplayer einen Begleiter mitnehmen kann. Das ging ja bei Diablo 3 nicht. Da ging ja nur Multiplayer oder Begleiter. Ich denke mal, hier wird es ähnlich sein. Aber stellt euch vor, ihr seid zu viert unterwegs und jeder hat auch noch einen Begleiter dabei. Das wäre sehr, sehr witzig. Und dann wurde auch das neue Endgame vorgestellt. Die Dark Citadel, also die dunkle Zitadelle, denke ich mal, wird freigeschaltet im Endgame. Bedeutet, wenn ihr das Game durch habt, könnt ihr dort direkt reinstarten. Es wird jetzt keine genaue Weltstufe genannt, ich gehe aber mal von Weltstufe 4 aus und wird ein neues Endgame im Spiel sein. Die Zitadelle selber spielt sich ein wenig wie ein Puzzle-Dungeon. Man hatte einige Shots gesehen, dass man mindestens auf jeden Fall zu zweit sein muss. Der eine stellt sich auf den Schalter, der andere kann durchgehen, stellt sich auf den Schalter, dann kann der andere wieder durchgehen. Das Ding geht nur im Multiplayer. Und wo wir gerade bei Multiplayer sind, schmeiße ich es direkt mal nebenbei mit rein. Es wird jetzt eine Möglichkeit geben, Multiplayer-Lobbys zu suchen und zu finden für alle möglichen verschiedenen Abschnitte im Game. Ich werde hier einfach mal ein Bild einblenden. Finde ich sehr, sehr cool. Mit der Season 6 bekommen wir endlich so eine Omni-Suchfunktion, womit wir dann Gruppen suchen können, wenn ihr allein unterwegs seid. Und dann gerade, wenn ihr die dunkle Zitadelle machen wollt, wo ihr zwingend eine Gruppe braucht, könnt ihr das darüber machen. So, zurück zur dunklen Zitadelle. Das ganze Dungeon, wenn ihr es abgeschlossen habt, bekommt ihr einmal in der Woche, ähnlich wie bei den Weekly-Herausforderungen, eine Kiste. Und in dieser Kiste sind Gegenstände drin, die ihr nur aus der dunklen Zitadelle bekommt. Also nicht so wie die normalen Leaderboards, wo ihr alles Mögliche rausbekommen könnt, sondern es gibt in diesen Kisten ganz exklusiven Loot und es gibt zusätzlich auch noch Zitadellenmünzen, womit ihr dann in einem Shop Cosmetics kaufen könnt, die ihr nur dort bekommt. Aber finde ich ganz cool, dass es dort einen Anreiz gibt, dann diese Zitadelle zu spielen. Was ich auch ganz cool finde, ist irgendwie dieser Bossraum am Ende. Der erinnert mich irgendwie total an Diablo 3, ich weiß nicht wieso. Sieht irgendwie ganz cool aus. Zusätzlich zur dunklen Zitadelle kriegen wir sogar noch ein Endgame-Content-Part. Die Undercity-Streets werden unter Kurast sein und dort könnt ihr ähnlich wie auch in der Höllenhorde Horden von Gegnern besiegen. Hier geht es aber nicht darum, eine bestimmte Anzahl an Wellen zu schaffen, sondern eine bestimmte Anzahl an Zeit zu schaffen. Das heißt, umso länger ihr durchhaltet und dann zum finalen Boss kommt, umso besser wird eure
Belohnung finde ich sehr, sehr spannend, wie sehr sich das abhebt von der Höllenhorde, die ja auch in Season 6 mit dabei sein wird, ist ein Endgame-Feature, was komplett auch im Eternal immer verfügbar sein wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich diese Kurast Undercity Streets von abheben werden. Vor einigen Wochen hatten wir schon einen Shot aus einem Preview zum neuen Helden und dort konnte man sehen, dass sich irgendwas am Level-Design am Paragon-Board geändert hat und das wurde jetzt hier auch nochmal bestätigt. Das ganze Level-System wird ähnlich wie mit Season 4 mit dem Itemization komplett über den Haufen geworfen und komplett nochmal neu gemacht. Was genau es damit auf sich hat, wissen wir noch nicht. Das Ganze wird am 29. August mit uns geteilt, also genau in einer Woche. Bin ich sehr, sehr gespannt, was da genau geändert wird, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass man eventuell so ein unendliches Paragon-Board bekommt, wie in Diablo 3. Bin sehr gespannt, wie das mit dem Paragon-Board, was wir jetzt haben, mit den Glyphen und so weiter und so fort, dann geändert wird. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ja, da werden wir auf jeden Fall ausführlich drüber schauen, was dort geändert wird. Und das war's. Das sind viele Informationen gewesen. Begleiter bekommen wir. Das war ja relativ klar, dass wir Begleiter bekommen. Wir wussten nicht, in welcher Form. 4 Stück an der Zahl gibt es, 4 unterschiedliche. 2 neue Endgame-Content-Parts gibt es. Bin ich auch sehr gespannt, wie doll das angenommen wird mit dem Multiplayer. An sich bin ich nämlich immer ein Freund davon, dass man alles im Spiel auch solo schaffen muss und kann. Und gerade die dunkle Zitadelle geht nur zwangsweise im Multiplayer. Das heißt, wenn ihr da mit Randoms unterwegs seid und der Random macht irgendeinen Unsinn, ist AFK, verliert die Verbindung und nach 2-3 Minuten fliegt ihr aus diesem Dungeon raus, weil ihr es nicht weiter schaffen könnt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das gelöst wird und wie gut das von der Community übernommen wird. Und dann gibt es ja nochmal die Undercity Streets, wo man auf Zeit sehr weit kommen kann, bin ich auch sehr gespannt, wie ich das abhebe von Grube und auch von der Höllenhorde. Ich glaube, das Spannendste wird sein zu sehen, wie wir unseren Charakter mit dem Paragon Board neu ausstaffieren können. Das könnte dafür sorgen, dass kein Bild, den wir jeweils in der Vergangenheit hatten, egal ob es Pulverisieren ist, Kugelblitz oder was jetzt aktuell Meta ist, benutzen können und sich alles von Grund auf ändern wird. Ja, da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Wie gesagt, wenn ihr da nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.